Also diese zerstörte Laube von meinen Eltern, wo sie ein Jahr zusammen gelebt hatten, die ist dann 1947 wieder aufgebaut worden. Also sind ein paar Teile. Und an der äußeren Wand wurde dann wahrscheinlich im September 1947, spätestens 1948, so eine kleine Tafel angebracht, wo also hier lebten Hans Koppi, Hilde Koppi und dann jeweils die Geburts- und Sterbedaten dran standen. Und dort gab es seit 1945 so einen ersten Gedenktag für die Opfer des Faschismus, immer im September. Und ich kann mich entsinnen, dass dann auch Fremde, für mich fremde Menschen dort auf unser Grundstück kamen und sich da an diesem Tag immer so eine eigenartige Stimmung ausbreitete, weil die guckten alle ein bisschen traurig oder manchmal sehr und also mich auch an und ich verschwand dann eher hinter den Rockschürzen meiner Großmutter. Und da merkte ich, also irgendwas mit meinen Eltern muss gewesen sein, weil ich ja das, was dort geredet wurde und so weiter, ja nicht so richtig aufnehmen konnte. Da war ich 4, 5 Jahre alt. Und es war ja auch so, dass es eben auch andere Kinder meines Alters gab, wo eben auch Familienangehörige den Krieg nicht überstanden hatten und entweder Halbwaisen waren oder auch, weiß ich, bei Verwandten oder Freunden groß wurden. Und insofern war es ja kein außergewöhnliches Schicksal. Es war nur insofern, das habe ich aber erst später realisiert, dass ja dieses Plötzensee, diese Hinrichtungsstätte, ja nur vielleicht 1 Dutzend Kilometer, wenn überhaupt, von unserer Laube entfernt war, dass das ja alles irgendwie zu einer Gespenstchennähe gehörte. Und insofern war das, wenn ich mich an meine Eltern erinnere, erinnert es mich eher an diese Art von Gedenkfeierlichkeit, die damit also auch die Stimmung auf unserem Grundstück und auch unser Miteinander ein bisschen veränderte.